Vor kurzem saß ich im Auto und ich hatte eine Situation hinter mir, worüber ich mit dem Herrn gesprochen habe. Und der Herr Jesus hat mir einfach erklärt, worum es eigentlich in dieser bestimmten Situation ging. Nämlich, dass er sagte, viele Menschen wissen nicht, dass ich ihre Schuld bezahlt habe, dass mein Blut ausreicht, ihre Schuld zu bedecken. Und dass der Feind immer und immer wieder kommt, ihnen ihre Schuld vorzuhalten, immer und immer wieder die Schuld aufbauscht, noch mehr macht. Viele Menschen haben in der Vergangenheit Dinge erlebt, Sünde erlebt, Schuld gehabt und haben sie eigentlich schon mit Jesus besprochen und er hat ihnen bereits vergeben. Aber dennoch haben sie dem Feind Türen geöffnet, dass er immer wieder kommen kann, um ihnen diese Schuld vorzuhalten. Diesem Erlebnis, diesem Gespräch, diesem Gebet mit Jesus ging die Situation voraus, dass ich an einem Hähnchenstand gestanden habe und vor mir war ein alter Mann, der gerade seine Bestellung aufgegeben hatte. Und man merkte es gleich, er hatte gar nicht genug Geld, diesen Betrag zu bezahlen und ich signalisierte dem Verkäufer, ich bezahle die Schulden. Ich übernehme diese Schuld von diesem alten Mann. Der alte Mann hat es gar nicht weiter beachtet, er nahm sein Essen und zog fröhlich davon. Aber der Verkäufer rief hinter ihm her, das nächste Mal bezahlen Sie aber die ganzen Schulden. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Die Schuld, die dieser alte Mann hatte, hatte ich schon bezahlt. Der Verkäufer hatte gar kein Recht mehr an ihm. Und trotzdem würde es so sein, wenn der alte Mann das nächste Mal kommt, wird er die Schuld wieder vorgehalten bekommen, obwohl sie bezahlt ist. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn du wirklich Dinge mit Jesus bereinigt hast, wenn du Dinge mit ihm geklärt hast, wenn du weißt, ich weiß, er hat mir vergeben und er wird es gerne tun, dir zu vergeben. Dann kannst du fröhlich deine Straße ziehen. Die Vergebung des Retters ist für dich geleistet worden. Er hat deine Schuld bezahlt. Und gib dem Verkläger keinen Raum, dir das wieder vorzuhalten, sondern weise ihn ab und sage ihm, meine Schuld ist bezahlt. Jesus hat mit seinem Blut für meine Sünden bezahlt. Ich bin frei. Ich bin frei. Und dass du einfach weißt, der Herr gedenkt dieser Schuld nicht mehr. In der Bibel steht es, er wird dich freisprechen, er wird diese Sünde im tiefsten Meer versenken. Und sie wird nicht zu dir zurückkommen können. Ich möchte dich sehr ermutigen, in diesem Bereich Dinge zu klären zwischen dir und Jesus, dass du weißt, danke, Herr Jesus, dass du mir vergeben hast. Danke, dass ich frei bin. Danke, dass du mit mir einen neuen Schritt gehst. Und danke, dass du für mich gestorben bist, dass ein für allemal dieser Preis bezahlt ist. Für mich, für mein Leben, für meine Schuld. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich.